Hallo meine lieben Zuschauer und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X2 HD Remaster mit dem Shardox. Gut, wir sind das letzte Mal stehen geblieben, als wir so gerade hier ins Abyssum gekrochen sind. So, mit Ach und Krach im Prinzip. So, rein theoretisch müssten wir jetzt hier weiter voranschreiten, damit es weitergeht in der Story. Und so gelangen wir eigentlich von nun an relativ schnell zum Ende des Spiels. Allerdings ist das noch nicht ganz meine Absicht. Nicht ganz, wohlgemerkt. Und zwar wollen wir doch erstmal schauen, was wir hier haben. Looks like Lulu finally had her baby. Really? Let's go see them. There's a message from Killika too. Apparently things are getting a little messy. More bickering? Sort of. Now it looks like they're bickering over the fact that all the bickering stopped. Figures. Naja, wie auch immer, wir haben eigentlich in Kapitel 5 haufenweise aktive Verbindungen. Also das ist jetzt nicht das Einzige, was hier wirklich da ist. So, und wenn man alle Verbindungen abschließt in Kapitel 5, gibt es auch das super tolle Kostümsphäroid-Maskottchen, was wir uns eh nicht mehr holen können, weil wir in den ganzen anderen Kapiteln, sage ich mal, nichts mit der stillen Ebene gemacht haben. So, und zwar hier das PR-Duell. Was mich gerade wundert, ist, dass das hier keine aktive Verbindung ist. So, ansonsten, man hat hier echt haufenweise Zeug eigentlich zu tun. So, Shinras Planungsfehler, Shinra... Blablabla. So, also, wir können aber mal trotzdem ein bisschen reinschauen, was es denn so für Sachen gibt. So, schauen wir mal, Insel Bisade. Lulus Baby ist geboren. Lulu und Wakas Baby ist auf der Welt. Ob der Name schon feststeht? Schauen wir einfach mal nach. Hey! It's a boy! You wanna meet him? Yeah. So, es ist also ein Junge geworden. Interessant. Schauen wir mal. Huch, also scheinbar scheint hier im Tempel zu sein. Wenn Walker geradeaus weiterläuft, dann ja. Oh, stimmt. Da steht sie ja auch. Hey, Lou. Hä? Wie? Wollte ich an Lulu vorbeilaufen? Rakulida! Look at his hands. They're so tiny. What do you think? He's cute, yeah? Good thing he don't look like me. Don't be silly. Look, he's got your mouth. You think so? What's his name? I think the calm will end before Waka makes up his mind. Well, you better decide soon. No rushing, yeah? Naming my son is my first important decision as a parent. Becoming a good father requires intense emotional preparation, yeah? How long are you planning on preparing? Until, my preparations are done, yeah? Oh. Oh, okay. Das war es eigentlich schon auch zu dem Gespräch erstmal. Gucken wir nochmal. Lulu ist Richtung Tempel gelaufen. Hat sie denn noch hier im Tempel was zu erzählen? Ich will, dass er entscheidet, auch wenn es etwas dauern sollte. Hm. Okay. Also große Geburtstagsparty gibt es hier nicht, scheinbar. Gut, allerdings kann ich gar nicht glauben, dass das das Einzige war, was wir jetzt hier machen konnten, oder? Würde mich schon etwas wundern. So, hier ist er nicht. Ich glaube, der ist jetzt wieder über alle Berge. Ist nur so ein Gefühl, aber ich glaube, Walker ist hier gerade jetzt irgendwie unterwegs. Ich glaube, der ist jetzt zum Strand gelaufen oder so, oder? Schauen wir mal, oder... Ne, der sitzt da vorne und denkt nach. Ich frage mich, was passiert, wenn wir nochmal mit ihm sprechen. So, ich bin mir nämlich gerade gar nicht mehr sicher. Um ein guter Vater zu werden, muss man sich da massiv seelisch drauf vorbereiten. Naja, super, klasse. Gibt es jetzt hier eigentlich einen Bisade, einen Spheroiden, mit dem wir zum Flugschiff gehen können? Schauen wir mal kurz hier nach. Da gab es ja einen in FFX, ja, aber hier gibt es keinen. Dann gehen wir einfach ganz normal aus Bisade raus, da ist nämlich sicherlich einer. So, ich glaube, das wäre es so ziemlich erstmal mit für Insel Bisade vorerst. So, not sure about that, aber ja.
Ich wüsste jetzt spontan nicht, was ich hier tun soll an der Stelle. So, schauen wir mal. Es geht weiter. Also wir haben immer noch eine aktive Verbindung. Das Baby ist wirklich da. So, was Becklem wohl so treibt. Am Strand hat ein Schiff angelegt. Ah ja. Okay. Dann machen wir das nochmal anders. Dann gehen wir einfach mal Richtung Strand. Dann scheint es ja doch noch irgendwas hier zu geben. So, was soll ich das wissen? So, hier der linke Weg. Der scheint ja so wie immer, glaube ich, versperrt zu sein. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn ich jetzt irgendwo aufgetaucht wäre, wo wir in FFX prinzipiell langgesprungen sind. So. Stimmt, ich wollte mich eigentlich noch in der Zwischenzeit ja mal irgendwie informieren, wo ich den Monsterschreck herbekomme. Schon wieder vergessen. Damn it! Muss ich mal vor der nächsten Aufnahme definitiv mal nachgucken. So, damit wir jetzt nicht so gestört werden ständig. So, ansonsten können wir einfach weiter hier bei Dunkelritter bleiben, oder? Ich meine, wir haben da so viele Sachen, gegen die wir geschützt sind. Ja, du kriegst aber trotzdem Berserker und du machst ja eh weiter, solange du hier fertig gelernt bist. Und das geht ja jetzt eigentlich schon relativ schnell. Du bist ja jetzt schon bald fertig. Von daher passt das ja. Alles easy soweit. So, Becklem war doch dieser komische Typ, bei dem wir immer Revolverheldin Yuna spielen konnten, oder nicht? Wenn mich nicht alles täuscht. Deshalb wüsste ich nicht, was wir hier für Angelegenheiten hätten, die wir mit ihm klären müssen. So, da ist Kipper. Da die Bisedorax. Das Schiff soll endlich losfahren. Becklem macht mich nervös. Okay, gucken wir mal. Becklem. So you're leaving the island? I've been called back to headquarters. We need to reorganize the Youth League. All aboard! We'll be setting sail shortly. You heard him. Later. Sorry. Practice harder. Hey. Next time we meet, let's blitz, yeah? Yeah. Show us that shot again sometime. Slackers to the very end. Also, ich finde, das war jetzt gerade schon echt ein bisschen grob eigentlich von Becklem. Also, der hat mit dem Schuss ein bisschen übertrieben. Da habe ich mich gerade ein bisschen sorry gefühlt für Kipper. Der den Ball einfach so, weiß ich nicht, so hardcore abgekriegt hat. Ja, aber man muss ihn mal loben für seine großartige Schussfähigkeit. Die ist ja wirklich sehr, sehr, sehr gut gewesen. So, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier fertig bin. So, theoretisch war der Weg hier total umsonst. Wir hatten jetzt hier auch sowas wie Turbo, ne? Boah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich kann den ganzen Prozess hier eigentlich auch beschleunigen, fällt mir mal gerade auf. So, auch wenn das im Battle halt eher nicht so gut funktioniert. Schon total vergessen, dass wir hier sowas Schönes machen können. Speed mal 2 ist eher so im Kampf ein bisschen besser, wobei eigentlich normaler Kampfspeed im Kampf am besten ist. Wenn man wirklich gut reagieren möchte. Oh, Walker. What's the matter? I thought I'd go say goodbye to Becklem. He's already gone. Oh. Well, I guess we never patched things up, huh? What can you do? That guy's head is made of rock. I think you've met your match. What's that mean? It means it's taking you forever just to pick a name for your baby. Listen, I'm only worked up because I want to be a good father.
Kimari told me something once. He said, only those who try will become. So you mean I have to do something and try to change, that it? Hang on, there's more. Then Kimari said, Kimari think Riku should stay Riku. Huh? So I'm me then. Oh, I see. Yep, no matter how hard you try, you'll always be Waka anyway. Hey, what's that supposed to mean? Drigwi. Huh? Anyways, you guys stay in the village till nightfall at least, yeah? Es scheint so, als wären wir doch noch nicht ganz fertig. So, ich frage mich, wie lange dieses kleine Spielchen jetzt hier hin und her geht. Dat, was hast du denn zu sagen? Magst du Revolverhelden spielen? Ach, jetzt bist du dafür verantwortlich. Nee, lass mal. Da habe ich jetzt so gar kein Interesse daran. So, hier bitte Speed mal 2 eben. Gut, dann lass uns noch mal hier in The Village gehen. That night, Waka gathered everyone in the village around the fire. Probably know why I called you all here, huh? I'd like to introduce the newest member of Besaid Village. Oh, we already met him. Say, you picked a name yet? Don't tell me this is a brainstorming session. Like I do something like that. But no, I haven't picked one yet. I'll think of one soon, yeah? For now, I just wanted you all to meet him. Everybody, take good care of him, yeah? Yeah! Oh, yeah! Congrats. Yeah, but I gotta come up with a name. No more dilly-dallying from Dad. Of course not. Naming my son is my first important decision as a parent. Like Kimari said, only those who try will become. But, I'm already me, yeah? Bingo. He's going to make a great father. Also, dass wir jetzt wieder auf der Celsius sind, sagt mir irgendwie, dass diese Episode zumindest in Insel Besaid abgeschlossen ist. Das freut mich doch. So, finde ich super klasse, ganz ehrlich. So, mich wundert allerdings, dass die stille Ebene keine aktive Mission ist, keine aktive Episode. Würde mich total wundern, wenn man jetzt in dem HD Remaster jetzt einfach so mir nichts hier nicht das Maskottchen kriegt, ohne wirklich tatsächlich etwas dafür getan zu haben. Ich musste erstmal niesen. So, Mission Blitzball, es geht los. Oh Gott, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf. So, wilder Tumult und die Killika, der Streit zwischen Liga und Yevon scheint sich zwar gelegt zu haben, aber deswegen sieht es ganz nach Neunjäger aus. So, da wollen wir auch einfach mal kurz vorbeischauen. Was haben sie da denn für Probleme? So, was gibt es denn hier? Ständig hier immer Gründe zum Streit, ne? Das ist ja immer so eine Sache, dass ich mich hier frage. Seid doch glücklich, meine lieben Leute. Sinn ist fort. Von Wagnergun habt ihr bis jetzt noch gar nichts mitgekriegt. Aber das regelt Yuna behind the scenes sowieso schon mit den anderen drei Hauptleitern hier quasi. Anführer der Albed, Anführer der Jungliga und Anführer von Neu-Yevon. So, die regeln das ja schon zusammen mit Yuna. So, was gibt's denn hier eigentlich noch? Die Junge, die versperrt immer noch den Waldweg. Ah ja, so ist das. So, also, theoretisch hätte ich mir auch hier jetzt mittlerweile ein Item, glaube ich, holen können in Kapitel 5.
Und zwar etwas mit HP-Expander, wenn ich mich nicht täusche. Wenn ich, glaube ich, in jedem Kapitel Killika wenigstens mal besucht hätte. Meine ich zumindest. So, aber ich weiß, dass wir das nicht getan haben. So, ich weiß aber auch, dass ich von vornherein angekündigt habe, dass das hier keine hundertprozentige Sache wird, auf gar keinen Fall. Sondern, dass ich mich eher so auf die Hauptstoryline konzentriere. So, der Stützpunkt ist fertig, aber kann es sein, dass er nicht mehr gebraucht wird? Oh, ein alter Fischerkumpel von mir ist noch im Tempel. So, ja, tatsächlich weiß ich gar nicht, ob man da eigentlich hin kann. Ich meine, wenn man bestimmte Faktoren abgeschlossen hat oder wie auch immer, dann könnte man das eventuell machen. Scheiße, kann man hier nicht runterspringen zufälligerweise? Gut. Was heißt gut? Man kann hier nicht rüber. Oh nein. Wie kommt denn sowas jetzt zustande? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso muss ich hier außen rumlaufen, Mann? Wieso kann man bei der... Das ist jetzt zum Ausrasten. Wieso kann man das nicht einfach so machen? So, spring mal du hier runter. Warum auch immer du nicht an den anderen Stellen einfach runterspringen kannst. So, der Junge läuft einfach mal gegen Hund. Das kann man auch anders interpretieren, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Nein, nein. What's wrong with wanting to see our families? Yeah! But without orders, I can't let you pass. Oh, we'll get you your order from the High Summoner. Me? Your song opened our eyes. All that fighting was so pointless. Please, Lady Yuna, guide us now as you did then. Make way. Right away. Open it. Songs are powerful. I guess everyone felt it. What, you felt? No, not me. Len. Oh, Dawna. Habt ihr gesehen? Dawna ist auch wieder am Start. So, wenn mich nicht alles täuscht, kann man hier im Wald jetzt auch noch hier die Kaktorenjagd weiter vorantreiben, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, hier irgendwo in den Bäumen wird sich auch ein Kaktor verstecken. Allerdings noch nicht jetzt. Ich glaube, dazu müssen wir das noch triggern. So, ist nur die Frage, wie man überhaupt hier hochkommt auf den Bäumen. Weiß ich gerade sogar spontan gar nicht. Hinten wahrscheinlich an der Stelle, wo wir letztes Mal einfach hochgegangen sind. So, wir müssen nach rechts gehen, um theoretisch einfach nur weiter hochzukommen. Um einfach weiterzukommen, meine ich. Ja, genau. Hoch eigentlich zum Tempel. So, gucken wir mal. Vielleicht kann ich die jetzt mit dunkler Macht erledigen. So, erledigt. Super.
So, Donna ist wahrscheinlich gleich einfach in ihrem Haus anzutreffen. Gehe ich mal von aus. Oh, warte mal. Wir haben gerade von diesen Gegnern hier sowas, so wenig Dings bekommen überhaupt. Jesus Christ. Wie kann das denn sein? Wir haben so wenig XP gekriegt von den Gegnern. Eieiei. Oh, ein Nestaffen gefunden. Okay, gut. Was bringt mir das jetzt? Die Affen zu finden? I don't know. Boah, das Monolithing hat jetzt erstmal übelst Pain zur Seite gestoßen. Oh, Dormant schimpft es sich dieses Mal. Naja, in der FF8 sieht Dormant aber anders aus. Gelblich. Steinraspel. Da sind wir alle gegen immun. Außer Riku. Aber bei Riku schlägt das irgendwie glücklicherweise sowieso einfach oft daneben. Ist auch eine tolle Sache. Oh, die geben jetzt eigentlich vernünftige XP eigentlich. So, okay. Wir sind jetzt nicht da, um irgendwelche Affen zu sammeln, um ehrlich zu sein. Wollten ja eigentlich nur gucken, was es hier storymäßig so gibt. Oder zu sehen gibt, ja. So, Umkleidenadel. So, das hat einfach, glaube ich, dann Umkleidestopp. Oder? Nee, das bewirkt, dass ich unbedingt mich umkleiden muss, um überhaupt irgendwelche Moves zu machen. So, blind sind wir. So, außer Riku. So, dann hau mal schön drauf, Pain. So, 700 XP ist nicht viel. I know. So, blind. Habe ich auch irgendwas, um Zustände zu kurieren? Moment mal eben. Ordnen, Auto. Witzig eigentlich, dass wir so wenig tolle Items haben. Also keine Final-Elixiere oder so. Ist mega ätzend eigentlich. Gut. Stopp, wer kann das jetzt eigentlich am besten kurieren? Pain, du kannst Medica usen, ne? Ja. Sehr schön. Irgendwie habe ich gewusst, dass hier jetzt noch ein Dings kommt, ey. So, ein Chocobo! Ergreift die Flucht. Tschüss. Das ging aber schnell. Und schon ist er weg. Tja, macht nichts. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, hier an diesem Punkt können wir dann einfach mal zunächst einmal wieder ein ganz, ganz, ganz kleines Boyskin einleiten. Daher sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Haut rein, Shoutouts out. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst auch mal ein Like, Kommentar oder vielleicht, wenn noch nicht vorhanden, ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn nicht, dann nicht. Ja. Wie so wie immer, macht euch einen schönen Tag. Ciao.